Ja, das war ziemlich hohl, was ich hier gemacht habe. Unter anderem, weil ich beim ersten Durchlauf Kalinin umgebracht habe. Aber schauen wir mal, ob es jetzt klappt. Was hast du sonst? Nichts Gescheites? Nein. So. Okay, ich denke, Kalinin ist safe. Jetzt geht es darum, die letzten blöden Banditen hier zu finden. Ja, mal schauen. Weil der Auftrag ist, glaube ich, immer noch Repel the Attackers. Das Kettergun, wer braucht denn die? Dein PDA kann ich gebrauchen, ja. Warte mal, war dahinter noch einer gelegen? Nee. Okay. So, hier liegen noch welche. Also ich habe eine Munitionsverschwendung gemacht und einen Scheiß zusammengeschossen, das er war gebracht. Wie immer. Ja, sein PDA nehme ich mit. Ja, mal gucken. Das Problem ist halt, dass das so unvorbereitet dann losgeht. So relativ unvorbereitet. Und dann kommen sie halt von allen Richtungen die Krüppel. Ohne dass man irgendwo eine vernünftige Ausgangsposition hat. Was ein bisschen scheiße ist. Was macht denn ihr hier? Hä? Wo kommen denn jetzt die Flash her? Oder waren die von vorher noch? Eigentlich doch nicht, oder? Hm, seltsam. Okay. Ich höre was. War ein Islam oder sowas, nicht? War da nicht ein Islam? Boy. So, wie heißt denn das jetzt, der Auftrag? Find the Artifacts, help the Stalker. Ach so, eliminate. Ja klar. Es geht nicht darum, dass ich den Angriff abwehren soll. Ja, okay. Es geht tatsächlich. Ja, so ein Scheiß. Jetzt darum, schon bis zur Basis reinzugehen. Der Angriff ist abgewehrt, aber jetzt geht es eben darum, in die Basis reinzugehen. Okay, gut. Dann, was bist du? Ein Pseudohund, okay. Deinen Schwanz nehme ich mit. Warum denn nicht? Aufpassen. Ich stehe doch direkt vor einer Ding-Anomalie. Ich riech's doch. Ah, da ist er. Na schön. So. Bin ich gerade überlegen, wo bin ich hier überhaupt? Hier ist noch irgendwo eine Gravitationsanomalie. Da vorne sieht es mir aus wie eine Feueranomalie. Na, ist ja herrlich. Wo bin ich denn hier? So, okay. Ja, da ist die Basis. Da muss ich rein. Also rein muss ich nicht. Ich muss die Banditen ausschalten. Und irgendwo hier ist die Disk für Adrenalin, glaube ich. In einem Haus. Mal gucken. Habe ich auch schon ein paar Mal gefunden. Dann müssen wir mal ab und zu speichern und dann versuchen wir das jetzt mal, ne? Es geht auch ohne diese komischen Scharfschützen-Ding. Ich hätte mir vielleicht mein richtiges mitnehmen sollen. Oi. Gut, ich meine, Elektro tut mir ja nichts mehr. Mein Scharfschützengewehr, dieses. Moment mal, was bist du denn? Ach so, ihr seid Stalker, okay. Seid ihr jetzt ernsthaft in die Anomalie reingelaufen, ihr Spinner? Ist nicht euer Ernst, oder? Ja, da ist auf jeden Fall was am Boden jetzt tot. Ihr werdet jetzt nicht ernsthaft dahin. Sag mal, seid ihr dumm? Seid ihr ein bisschen bescheuert? Meine Fresse, so blöd kann doch kein Mensch sein. Seid ihr jetzt ernsthaft einfach gerade zugelatscht? Also so bescheuert möchte ich auch mal sein. Das ist echt nicht euer Ernst.
Mein Gott, sind die Gehirne amputiert, ey. Das ist ja schon traurig. Aber wo seid ihr jetzt draufgelaufen? Oder geht's nur einfach darum, dass ich es alleine machen soll und dass sie deswegen automatisch draufgehen? Das kann natürlich auch sein. Oh oh, ich höre da was. Aber wo ist er denn? Hm, seltsam. Ja. Jetzt muss ich irgendwie das versuchen. Ich soll vielleicht zwischendurch mal speichern. Weil ich so ein bisschen am Kartenende bin, wo ich eh hin will. Die Disk hätte ich gern noch. Vielleicht wäre es geschickt, mal die Nachtsicht anzumachen. Auch wenn wir nicht ganz Nacht haben. Da drin könnte man jetzt ein Granatenfest machen. Würde auch gehen, denke ich. Ich glaube, das wäre sogar die sinnvollere Variante. Habe ich denn Unterlaufgranaten dabei? Ja, toll, natürlich keine. Intelligenz lässt grüßen. Sag mal, ist da niemand irgendwie auf den Dächern? Ich höre hier was, Oh, oh, ich sehe hier was. Beziehungsweise ich sehe es nicht, aber ich sehe es am Radar. Jawohl. War zwar scheiße geschossen, aber der ist weg. Ich habe erst den falschen Punkt als Feind gesehen, das ist das Problem. Da ist was, aha. Wenn ich jetzt Unterlaufgranaten hätte, könnte ich die reinknallen. Wäre ziemlich geil. Wäre witzig, die rumrennen zu sehen oder rumfliegen wie die Hasen. Wenn man sich ein bisschen bemüht, trifft man sogar mit so einer ganz normalen Waffe auf die Entfernung. Ja, es geht schon. Wo ist denn der andere Idiot jetzt hin? Hä? Na wo? Ah, fuck. Was ein Cheat hier. Ja, üschlich durch die Stuck. Er ist auch weg. Einen weiteren habe ich auch, der hat mich leicht erwischt. Ja gut, ich habe ja auch... Eieiei! Klingt mir aber nach Maschinengewehr, das ist ein Scherz. Was, Granate? Gebt ja gleich Gasgranate. Ah, fuck! Naja, okay, hätte ja klappen können, ne? Ja gut, dann war das mal so ein bisschen erster Versuch. Wir versuchen es gleich nochmal. Mal hinter die Bäume ducken. Vor allem beim Nachladen. Also diesmal bin ich ein wenig weiter als beim letzten Mal. Okay, wieder ein. Wappen halten da drin. Ich meine, man soll es ja eigentlich auch infiltrieren. Ja, man soll ja ein bisschen langsam, ein bisschen leise mit dem Ding vorgehen. Da hören sie mich nämlich nicht.
Ich habe natürlich jetzt die brachiale Holzhammermethode genommen. Geht aber auch. Muss man halt mal zwischendurch speichern und laden, ja? Stichwort speichern. Ja, das ist natürlich nicht im Sinn des Erfinders. Und wenn man richtig Hardcore spielen will, dann macht man halt Speichern aus. Macht man nur Autospeichern an, aber nö. Nö, ganz ehrlich nicht. Da bin ich zu schlecht für bei solchen Spielen. Wie sieht's denn jetzt aus hier? Wo ist denn der nächste Hanswurst? Schmeiß ich doch mal eine Granate rein. Angeblich direkt vor mir. Bin ja auch ein Penner. Okay, aber der war genauso ein Penner, also egal. Arrivederci, bye bye. Ja, und der andere steht ja irgendwie dahinter dem Gebäude wahrscheinlich, wa? Ja, was ein Blödsinn. Jo, da liegen ein paar Leichen, würde ich sagen, wenn ich so diese grauen Punkte angucke, ne? Steht da jemand im Fenster? Nee. Sieht nicht so aus. Hatten da jetzt gefeuert, hä? Hä? Was feuert da? Haben die einen Panzer da drin stehen? Ich sehe nichts, ne? Aber ich schnaufe hier Dampflok. Warte mal. Heppa! Heppa! Aha! Der Bandit Leader war schon mal weg. Ich nehme mal an, der war... Hä? Ei! 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 Ja, ich hab dich da erwischt. Oi, jetzt hast du selber denselben Spaß gemacht wie ich, ja? Ja, ja. Hey. Verdammte Axt. Ja, ich glaube, den letzten Rest, den werden wir im nächsten Part machen. Das ist ein relativ kurzer Part. Naja, was heißt relativ kurz? Das ist trotzdem eine Viertelstunde oder so. Wo wir eben den Banditenanführer dann doch noch... Ei, 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 erwischt haben. Aber es reicht eben jetzt nicht für den letzten Rest. Das gibt's doch gar nicht. Halt doch mal die Schnauze, Junge. Ja, jetzt feuerst du durchs Fenster, aber ich komme nicht richtig an dich ran. Komm, komm mal wieder raus. Ist bessere Wahl. Sag mal, von wo feuert denn das? Ich glaube, es hat es auch gespeichert. Okay, das ist schon mal nett. Hui! Ja, okay. Also den nächsten Part machen wir. Im nächsten Part machen wir das Ganze noch mal besser. Den Banditenanführer haben wir. Da haben wir, glaube ich, sogar ein Autosave. Yo. Ich sag danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar über diese Failerei hier. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wo wir das Ganze komplett abschließen. Das ist eine Feueranomalie, die sich bewegt, die fliegt. Cool, nicht schlecht. Okay, naja, irgendwie werde ich es schon hinkriegen. Bis dann.